Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS 19-19 True Farming Projekt. So. Vorne steht der Fendt. Mo hat mir vorhin noch gesagt, dass Feld 6 gekrubbert werden muss. Da mache ich jetzt erstmal dran weiter. Weil ich weiß, ich bringe nachher den Steier hoch. Ach, da ist mein Stein. Ach, ich war doch am Düngen. Da war ja was. Da war ja was. Ah, und da ist auch Liz Glas. Alles klar. Moin, Mo! Moin! Hier bin ich zur Ablöse. Kommt hier die, ja, wollte gerade sagen, kommt hier die Ablöse? Super. Bitte schön. Bis später. Bis später. Ah, Mo. Ja? Du fährst ja jetzt zum Landhandel hoch. Ja. Kannst du vielleicht den goldenen Steier mitnehmen und den verkaufen da oben? Ja, koppel ich einfach um, ne? Ja. Gut. Ja, aber ein bisschen an den Grenzen, das Ding, oder? Mo? Ja? Wir haben 97.000 Liter Hühner wieder. Soll ich den Bär anrufen, dass er die abholt zur Schlachterei bringt? Ja, ein paar kann er abholen, ja. Was heißt ein paar? Wie viele? Bei Bieren würde ich sagen. Die Hälfte. Alles klar, ich rufe ihn mal an. Bär, hallo? Ja, guten Tag, Herr Bär, Fritzel hier, moin. Hi. Wir haben wieder 97.000 Liter Hühner, also 97.000 Hühner, meine ich, Entschuldigung. Klingt gut. Mo würde die Hälfte verkaufen wollen. Ja, soll ich da den Schlag beauftragen, dass der das wieder macht, oder möchtest du das selber tun? Sollen wir das aufladen? Also... ich habe keine Transportmittel dafür, da müssten wir den Schlag fragen. Okay, ja, dann rufe ich den Schlag an und bringe alles in die Wege. Alles klar, der kann sich ja melden, wenn er fertig ist. Ja, alles klar. Gut. Gut, danke, bis später. Bis später, ciao. Schlag. Ja, moin, Schlag. Fritzel hier, moin. Moin. Hast du Zeit für einen Auftrag?
Was hast du denn? Bei mir Hühner abholen und zur Schlachterei bringen. Können wir gleich machen. Hast du denn was zum Aufladen da? Nee, deswegen wollte ich das vorher mal eben kurz mit dir abklären. Ob du da was mitbringen kannst? Wenn wir das mitmachen sollen, dann musst du dich aber eine Weile gedulden, weil wir haben gerade noch ein paar Aufträge und ich habe aktuell nur einen Mitarbeiter hier. Ja. Ja, das kann ruhig warten. Ja, dann plane ich das mit ein und sobald wir irgendwie Luft haben, kommen wir hoch. Ja, alles klar. Okay. Alles klar. Schlag, bis später. Bis dann, tschüss. Tschüss. Die Kiste kommt hier nicht aus dem Puschen. Ganz schön, wollen wir mal schauen. Aha. Das mache ich anders. Das ist ja, der ist ja. Über den Fendt. So. Der Fendt hat ein bisschen mehr PS. Vielleicht schaffen wir das dann. Düngen muss ich hier auch noch. Das habe ich auch nicht vergessen. Hallo? Hallo, ich bin's, die Christel. Moin, Christel, was geht denn bei dir? Bei mir? Ja, ich war gerade ein bisschen mit meinem Trecker spazieren und wollte jetzt zu dir Steuern kassieren. Nicht kassieren. Nein, du kriegst Geld. Oh, das ist schön zu hören. Ich bin auf Feld 6 am Grubbern. Ja, dann gebe ich dir das Geld dann gleich mal. Ja. Weißt du, wo der Gustav ist? Der hat heute freigenommen. Wow, und mir sagt er nichts. Okay, keine Ahnung. Die BGA ist eh kaputt und geht gerade eh nichts. Und dann hat er gefragt, ob er freikriegen kann. Da habe ich gesagt, ja, hier machen wir frei, alles gut. Ja, ich habe jetzt gedacht, ich kann da wegen zu ihm. Ich brauche mal ein bisschen andere Leute um mich herum, weil ich drehe mit dem Landhandel gerade durch. Was ist denn da schon wieder? Naja, hast du noch nicht das mitbekommen von Harry und Emily? Nee, was denn? Naja, Harry hat Emily einen Heiratsantrag gemacht. Und was hat Emily gesagt? Ja. Hat ja gesagt? Ja. Okay. Ich habe jetzt gerade Harry zur Sau gemacht, weil ich Angst habe, dass ich die nächste an den Ehrlichhof verliere. An den Ehrlichhof, sag ich, an den Landhandel. Oh. Okay, das ist ja. Ja. Naja. Was soll man sagen, ne? Ich warte mal da unten. Ach, ja, Wahnsinn.
Meine Frau tut auch immer mit denen da oben rum ein paar. Wird Zeit, dass wir uns vielleicht verbünden und die mal eine Lektion erteilen. Nee, deswegen rufe ich ja an. Wenn du was planst gegen den Landhandel, ich bin dabei. Echt jetzt? Ja. Ich würde heute Abend mal auf ein Bier vorbeikommen. Und dann würde ich dir was erzählen. Okay. Hallo? Jo, hi Fritzl. Moin Fiedel. Ich hätte schon mal eine Rechnung für dich, für ja. die ganzen Sachen. Ich weiß nicht, dein Traktor, der ist eigentlich auf dem Weg zu dir. Ah, okay. Ja, ich hab Mo den Goldenen mitgegeben. Ja, deswegen, der ist gerade hier angekommen. Wir hatten den mal durchgeschaut, deswegen hatte ich die Rechnung jetzt schon mal fertig. Ja. Wir würden noch 146.700 Euro von dir bekommen. Ja, einen Moment, ich mache eben die Steuern und dann überweise ich dir. Überweise ich jetzt zuerst. So, warte ganz kurz, einen Moment. Ich logge mich gerade in mein Online-Banking ein. So. So, wie viel waren das? 146.000. Wo ist es denn jetzt hin? Da, 146.700. Ja, 147.600. 146.700. Ah, okay. Dann, der Rest ist für dich viel. Ach, danke schön. Ja, bitte. Das ist sehr lieb. Also wie gesagt, der Deutz, der ist eigentlich auf dem Weg zu dir und der Steyr, der ist halt eben auf dem Weg zum Export. Ja, alles klar. Oh, dass du Bescheid weißt. Alles ja, klar. Ja, weiß ich da Bescheid. Super, danke. Jo, tschüss. Danke, Fiedel. Tschüss. Wir haben echt nichts zum Aufladen, ey. Ah, die Christel ist auch schon da. Servus, Fritze. Servus. Du in einem Fendt? Ja. Ändert sich bald hier wieder. Der Fritze geht zur alten Stärke über. Ich hab schon gesehen, ihr habt euren Ding verkauft oben am Landhandel, weil da Mo oben war, euer goldenes Gefährt. Ja. Warte mal, hier ist erst einmal die Steuern. Danke. Ja, das wäre nämlich fast schon wieder schief gegangen. So, dann schauen wir doch mal rein. 41.000 bekomme ich wieder. Ja. 41.400, um genau zu sein. Genau. Ja, cool. So, dann einmal starten. Ja. Bitteschön. Ja, Dankeschön. Wie gesagt, wenn ihr was gegen Landhandel plant, ich bin dabei. Ich melde mich auf jeden Fall. Ich glaube, ich führe jetzt Krieg da oben. Willkommen im Club. Ja, ich habe schon versucht, gerade den Jupp abzuwerben. Ich glaube, das wird schwer. Den Tag noch, Fritzl. Ja, dir auch. Liv, was machst du? Bin mal im Pferden. Was machst du denn da schon wieder? Salami? Warum können wir nicht echt machen? Was? Da siehst du, aber du hast jetzt auch nicht gerechnet, oder? Nee. Nein, die brauchen auch Bewegung. Die Emily ist auch gerade hier und reitet hier ein bisschen. Ja? Die Emily. Okay. Hat ja ein Pferd gekauft. Ach so. Ja, die kriegst du auch. Oh, okay. Ja, na dann. Wieso? Ja, alles gut. Was machst du denn Schönes? Feldgrubbern. Was willst du heute Abend essen? Ich hab echt Hunger. Ich muss langsam kochen. Ich hab auch Hunger. Ganz ehrlich, ich hab... Lass uns heute was vom Burger King holen. Kann man machen. Yay! Zwischendurch kann man sowas schon mal machen. Wird keinen umbringen, hoffe ich. Und die Kilos, die draufkommen beim Essen, ist ja egal. Ach, ey, wir sind schon so lang zusammen. Ich werde einfach fett, egal. Oh, Gott sei Dank, endlich. Dachte schon, das sagst du nie. Aber du musst auf jeden Fall Mehl dann jetzt kaufen. Okay.
Okay. Weiß nicht wofür, ne? Nee. Ja, wenn du dicker wirst, muss ich irgendwie die feuchte Stelle finden. Oh Gott. Ach nee. Ach Fritzel, hatte ich schon wieder. Der war auch so schlecht, oder was? Ja. Es wird auch irgendwie nicht mehr besser, habe ich das Gefühl. Oh Mann, ey. Fritzi, die zwei Mädels stehen gerade bei mir. Hier, ich bin gleich wieder da, ja? Ja, alles klar. Ei, ei, ei. Sollte vielleicht den Bären rufen, dass das noch was länger dauert. Also wir werden heute wirklich nach Burger King gehen. Ich, ja, also meine Frau weiß zwar davon noch nichts, aber gleich, wenn wir hier fertig sind, in 4 Minuten wird sie es Bescheid wissen. Ja. Bin jetzt wieder auf dem Feld, bei Feld 5 bin ich jetzt. Hast du die Traktoren getauscht? Ja. Weil der andere ist schneller oder was? Achso, der Fendt, der hat ein bisschen mehr Power. Ich bin hier manchmal nur mit 3 bis 4 km/h hier hochgetuckelt. Ja. Da habe ich mir gedacht, ich probiere es mal eben mit dem anderen. Ich rufe dich nochmal eben kurz an, ist besser als über Funk. Okay. Ja? Ich war ja gerade oben beim Landtag, ne? Und ja. Hab dafür den Komposter nochmal Sprit nachgeordert. Ja. Das hatten wir vor einer Woche oder so schon gemacht, irgendwie mal wieder wurde nichts geliefert. Und außerdem habe ich den beiden Landhandel-Mitarbeitern Jari und Jupp so ein bisschen meine Meinung gegeigt. Ich war ziemlich enttäuscht darüber, dass sie so sich von ihrem Chef einspannen lassen haben in dieser Untergriesbach-Geschichte mit der Fabrik und so. Und ja, ich wurde jetzt von Harry dann auch des Hofes verwiesen. ich heul auch schon. Also da ist jetzt wohl auch Eiszeit angesagt. Okay. Das Interessante an der Sache ist, dass viele Jupp gesagt hat, so, nee, ich habe damit gar nichts zu tun, will damit auch gar nichts zu tun haben. Aber faktisch ist ja auch er auf der Demo gewesen und hat da gegen uns rebellieren wollen, protestieren wollen, wie auch immer. Ja. Schon enttäuscht, muss man sagen. Ja, also, ich muss zum Hof. Warum das denn? Mein neues Baby ist da.
Ah, okay, dann mach mal. Soll ich weiter grubbern oder bin, bist du durch? Bin fertig. Ich wollte jetzt eigentlich anfangen mit Düngen weiter. Aber, oh, ich dachte gerade, der Dünger wäre an, ey. Sitzt du im Glas? Ich sitze im Glas gerade. Ah, ja. Oh, alles gut. Ja, dann müssen wir noch weiter. Aber warte, gib mir den Traktor bitte. Ach so, ja, ja. Weil dann kann ich das nächste Feld gleich machen. Jo. Lass das mal so stehen, ich dünge hier gleich. Ja, lasse ich, gut. Tschüss, ich leg auf. Ja, bis gleich. So. Alle werden vom Hof da hier oben verwiesen jetzt wieder. Ah. Baby. Es ist ja. Warte mal. Servus. Servus. Ist ja genauso wie ich bestellt habe. Was ist denn da los oben beim Landhandel, ey? Oh, Kopf auch schnell genug? Da, ja, mehr als schnell, Hans! Oh, Daddy, das läuft, oder? Dann kriegst du aber, da baust du ein Zelt in die Hose. Gib's doch zu! Gib es zu einfach! Ja, dein Zelt sieht man so halb. Aber ich hab mir schon die Reifen sind was breit, wa? Ey, breit? Das sind die Big Boys! Ja, ich hab die ein oder andere Kurve wurde problematisch, aber hat noch geklappt. Glaube ich dir wohl. Wir sind wieder zusammen, mein Baby. Wie konnte ich dich nur weggeben? Was war nur los mit mir? Oh ja. Versau aber nicht, ich sitze gleich wieder, ne? Ich gehe jetzt erstmal in den Wald mit dem Ding hier. Viel Spaß damit. Ich werde dich nie wieder allein lassen, mein Schatz. Nie wieder. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich hoffe, du kannst mir jemals verzeihen. Du bist die einzige Liebe in meinem Leben. Baby, es tut mir leid. Ich wollte das alles gar nicht. Jetzt geht's wieder los. Wir werden den Bayer überfahren wieder zusammen. Und jeden anderen, der uns auf den Sack geht. Nur wir zwei. Für immer und ewig. Kauf eine goldene Kette mit deinem Namen drauf. So, aber meine lieben Freunde, genug der sentimentalen Scheiße hier. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.